Ich lese von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF, wieso nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. Ich bin angekommen auf der Seite 97. Im Kapitel Sozialversicherung, Altersvorsorge, welche Pflichten und Rechte habe ich? Das Kapitel wird unterteilt in gesetzliche Renten- und Krankenversicherung. Da gibt es auch wieder farblich abgesetzte Kästen, gesetzliche Grundlagen. Die Ausbildung ist zweitrangig, ein wichtig, unnötige Kosten zu versäumen. Es gibt wieder ein Zitat, eine Checkliste gibt es, dann gibt es die Berufsgenossenschaften, die Altersvorsorge. Da werden verschiedene Modelle von Altersvorsorge vorgestellt, wieder mit einer Checkliste. Und das Ganze endet mit einem Tipp und dann ist das Kapitel auch beendet. So. Da ist es. So, die IO ist gestellt, damit das Ganze nicht zu lange dauert. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Sozialversicherung und Altersvorsorge. Welche Pflichten und Rechte habe ich? Wenn Sie ein Mini-Unternehmen im Nebenjob führen, sind Sie in aller Regel bereits sozialversichert. Entweder als Arbeitnehmer im Hauptberuf, als Student bei den Eltern oder als ansonsten nicht berufstätiger Ehepartner beim Ehemann oder bei der Ehefrau. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob Sie zusätzliche Sozialabgaben entrichten müssen, wenn Sie nebenbei noch einen Gewinn aus Ihrer selbstständigen Tätigkeit erzielen. Gesetzliche Renten- und Krankenversicherung. Eine mögliche Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung hängt von zwei Faktoren ab: Ihrem aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit erzielten Einkommen und der ausgeübten Tätigkeit. Wenn Sie pro Monat weniger als 450 Euro Gewinn verbuchen, das entspricht einem Jahresgewinn von 5.400 Euro, können Sie davon ausgehen, dass Ihre Nebentätigkeit zu keiner Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung führt. Liegt Ihr Gewinn über dieser Grenze, macht der Gesetzgeber Ihre Rentenversicherungspflicht von Ihrer ausgeübten Tätigkeit abhängig. Dabei gilt, dass Sie dann Beiträge in die Rentenkasse einzahlen müssen, wenn Ihre nebenberufliche Selbstständigkeit einem der im Sozialgesetzbuch genannten Profile entspricht. So, nochmal genau das. Wenn Sie pro Monat weniger als 450 Euro Gewinn verbuchen, das entspricht einem Jahresgewinn von 5.400 Euro, können Sie davon ausgehen, dass Ihre Nebentätigkeit zu keiner Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung führt. Liegt Ihr Gewinn über dieser Grenze, macht der Gesetzgeber Ihre Rentenversicherungspflicht von Ihrer ausgeübten Tätigkeit abhängig. Dabei gilt, dass Sie dann Beiträge in die Rentenkasse einzahlen müssen, wenn Ihre nebenberufliche Selbstständigkeit einem der im Sozialgesetzbuch SGB IV Beschluss II genannten Profile entspricht. Lehrer und Erzieher, Pflegepersonen, die in der Krankenwochen-, Säuglings- oder Kinderpflege tätig sind, Hebammen und Entbindungspfleger, Seelotsen der Reserve im Sinne des Gesetzes über das Seelotsenwesen sowie Küstenschiffer und Küstenfischer, Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des Künstlersozialversicherungsgesetzes, Hausgewerbebetreibende. Dies entspricht grob gesagt selbstständigen Heimarbeiterinnen und Heimarbeitern, Handwerker, die in der Handwerksrolle eingetragen sind und in ihrer Person die für die Eintragung in die Handwerksrolle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.
Wobei Handwerksbetriebe im Sinne der Beschlüsse 2 und 3 der Handwerksordnung, handwerkliche Nebenbetriebe sowie Betriebsfortführung aufgrund von Beschluss 4 der Handwerksordnung außer Betracht bleiben. Weitere Sonderregelungen gelten, wenn Sie in einem künstlerischen Beruf selbstständig und damit Pflichtmitglied in der Künstlersozialkasse sind. Mehrere Infos unter künstlersozialkasse.de. Wenn Sie zusätzlich zur künstlerischen Selbstständigkeit in Teilzeit angestellt sind und Ihre Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit höher sind als Ihr Angestelltengehalt, dann werden Sie dort kranken- und rentenversicherungspflichtig. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung gilt, wer seinen Hauptberuf als Arbeitnehmer ausübt, über seinen Arbeitgeber sozialversichert ist und sich nebenher als Selbstständiger noch etwas hinzuverdient, muss als Solounternehmer in der Regel keine zusätzlichen Beiträge für die Krankenkasse zahlen. Eine Beitragspflicht bei der Krankenkasse kann hingegen entstehen, wenn eine zusätzliche Arbeitskraft mehr als 450 Euro Monatslohn eingestellt wird. So. Gesetzliche Grundlagen. Die Ausbildung ist zweitrangig. Wenn es um die Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung geht, kommt es nicht auf Ihre Ausbildung an, sondern auf die Art Ihrer Tätigkeit. Arbeiten Sie beispielsweise auf selbstständiger Basis als nebenberuflicher Tennislehrer und überschreiten Sie die Einkommensgrenze, werden Sie auch ohne Fachhochschuldiplom als Lehrer versicherungspflichtig. Die Höhe Ihrer Beiträge richtet sich in der Regel nach der Höhe des durchschnittlichen Monatsgewinns. So. Jetzt kommt ein Zitat eines Fachanwalts für Versicherungs- und Sozialrecht. Versäumte Rentenversicherungspflicht kann teuer werden. Er warnt vor hohen Nachforderungen, wenn pflichtversicherte Selbstständige ihre Meldepflicht nicht nachkommen. Beitragsforderungen der gesetzlichen Rentenversicherung verjähren grundsätzlich erst zum Ende des vierten Kalenderjahres nach deren Entstehung. Wer 4 Jahre lang mit seiner versicherungspflichtigen selbstständigen Nebentätigkeit im Schnitt 1.000 Euro pro Monat Gewinn erzielt und dafür keinen Beitrag abgeführt hat, muss nachträglich rund 9.000 Euro in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. So. Wichtig: unnötige Kosten vermeiden. Wer sich nicht anderweitig krankenversichert, muss sämtliche Arzt-, Krankenhaus- und Medikamentenrechnungen selbst bezahlen. Daher ist beim Ausschluss aus der kostenlosen Mitversicherung schnelles Handeln angesagt. Zur Wahl stehen dabei die freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Abschluss einer Privatversicherung. Die gleichen Regeln gelten für Studenten, die in der Krankenkasse ihrer Eltern kostenlos mitversichert sind.
Für diejenigen, die eine Mini-Selbstständigkeit starten und als nicht berufstätige Ehepartner oder den Ehemann oder die Ehefrau Nochmal von vorne. Für diejenigen, die eine Mini-Selbstständigkeit starten und als nicht berufstätige Ehepartner über den Ehemann oder die Ehefrau beitragsfrei krankenversichert sind, gilt die 415-Euro-Freigrenze. Das bedeutet, wenn das monatliche Einkommen diesen Betrag nicht übersteigt, bleibt die beitragsfreie Mitversicherung bestehen. Als monatliches Einkommen ist dabei der durch 12 geteilte Jahresgewinn definiert. Liegt der Gewinn über dieser Grenze, dann endet die kostenlose Mitversicherung in der Krankenkasse des Ehepartners. Dabei stellt sich die Frage, wie teuer wird das Ganze? Studenten sind im Vorteil, denn für diese kommt die Krankenversicherung der Studenten KV des DS in Betracht. Krankenversicherung der Studenten. Unter der Voraussetzung, dass das Studium den größten Teil der Zeit beansprucht und die nebenberufliche selbstständige Tätigkeit weniger als 18 Stunden pro Woche ausmacht, gibt es für Studenten mit nebenberuflicher Selbstständigkeit einen günstigen Pauschaltarif, der ab dem Wintersemester 2016/17 monatlich 66,33 € plus Zusatzbeitrag der Krankenkasse plus Zusatzbeitrag der Krankenkasse plus Pflegeversicherung beträgt. Teurer wird es für diejenigen, die aus der kostenlosen Mitversicherung herausfallen und keine Studenten sind. Generell gilt für nebenberuflich Selbstständige, die als freiwilliges Mitglied bei der gesetzlichen Krankenkasse bleiben, eine allgemeine Mindestbemessungsgrenze von 968,33 € pro Monat. Dies wird, auch wenn das tatsächliche Einkommen niedriger ist, als Grundlage für die Berechnung des Beitrags angewendet. Daraus errechnet sich beispielsweise bei einem Beitragssatz von 15,6% ein monatlicher Kassenbeitrag von 151,06 €. Checkliste. Nebenberufliche Selbstständigkeit ist günstiger als hauptberufliche. Für die Verwendung der allgemeinen Mindestbemessungsgrenze ist es wichtig, dass Ihre Selbstständigkeit von der Krankenkasse als nebenberuflich anerkannt wird. Dies wird üblicherweise durch die folgenden Kriterien gekennzeichnet. Die nebenberufliche Selbstständigkeit umfasst weniger als 18 Stunden pro Woche. Die Einnahmen dienen nicht zur hauptsächlichen Sicherstellung des Lebensunterhalts. Sie beschäftigen keinen Angestellten mit einem Bruttoverdienst von mehr als 450 Euro pro Monat. Es wird kein Gründungszuschuss durch die Agentur für Arbeit gewährt, denn diesen gibt es nur für hauptberufliche Gründer. In dem Moment, in dem die Selbstständigkeit als hauptberuflich eingestuft wird, gilt auch bei geringerem tatsächlichem Einkommen eine Mindestbemessungsgrenze von 2.178,75 €, die sich unter bestimmten Voraussetzungen für Existenzgründer auf 1.452,50 € reduziert. So. Es geht weiter mit Berufsgenossenschaft.
Berufsgenossenschaft. Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein Bestandteil der Sozialversicherung, deren Beiträge jedoch im Gegensatz zu den anderen Sparten der Sozialversicherung ausschließlich vom Arbeitgeber übernommen werden. Abgesichert sind Unfälle, die sich entweder im Betrieb bei betrieblich bedingten Reisen oder auf dem Weg bzw. zu der Arbeit ereignen. Auf dem Weg von bzw. zu der Arbeit ereignen, so macht das Sinn. Auch Berufskrankheiten, die nachweislich auf gesundheitliche Schädigung am Arbeitsplatz zurückzuführen sind, werden von der gesetzlichen Unfallversicherung abgedeckt. Träger der gesetzlichen Unfallversicherung ist die Berufsgenossenschaft. Zunächst einmal ist die Einrichtung dafür zuständig, bei einem betrieblichen Unfall oder einer berufsbedingten Krankheit die Handlungskosten zu übernehmen. Wenn nach Ablauf von 26 Wochen die Arbeitsleistung immer noch deutlich gemindert ist, können Versicherte mit der Zahlung einer Verletztenrente rechnen. Voraussetzung ist, dass die Erwerbsfähigkeit um mindestens 20% eingeschränkt ist. Ob dies der Fall ist, wird vom Versicherungsträger selbst geprüft, der bei einer Einschätzung auf branchenübliche Erfahrungswerte zurückgreift. Die Höhe der Verletztenrente bemisst sich nach dem Grad der dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigung sowie nach dem Bruttoarbeitseinkommen der letzten 12 Monate vor Eintreten des Versicherungsfalls. Diesen Beitrag bezeichnen die Versicherungsträger als Jahresarbeitsverdienst. Bei einem vollständigen Verlust der Erwerbsfähigkeit zahlt die Unfallversicherung 2/3 des Jahresarbeitsverdienstes als Rente. Das ist die sogenannte Vollrente. Ansonsten wird eine Teilzeitrente gezahlt, deren Höhe der Vollrente multipliziert mit dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit entspricht. Die Unfallversicherungsträger zahlen diese Rente unabhängig von der Berufstätigkeit und vom Alter des Versicherten, solange die Voraussetzungen unverändert fortbestehen. Dies kann dazu führen, dass die Rente lebenslang und später auch zusätzlich zur gesetzlichen Altersrente gezahlt wird. Umgekehrt kann die Verletztenrente gekürzt oder sogar ganz gestrichen werden, wenn sich der Gesundheitszustand und damit die Erwerbsfähigkeit des Betroffenen wieder verbessert. Die Berufsgenossenschaft ist in erster Linie für die Absicherung von Arbeitnehmern gedacht, sodass ein Betrieb immer dann zum Pflichtmitglied wird, wenn Arbeitnehmer beschäftigt werden. In manchen Branchen sind auch Einzelunternehmer ohne Angestellte versicherungs- und beitragspflichtig, allerdings nur dann, wenn sie hauptberuflich selbstständig sind. Nebenberuflich Selbstständige haben die Möglichkeit, sich auf freiwilliger Basis über die Berufsgenossenschaft gegen Unfälle im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit abzusichern. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der Gefahrenklasse. Altersvorsorge. In Anbetracht der Uhrzeit und der Fehler beim Vorlesen höre ich jetzt einfach.